Es ist schon ein paar Tage her, da sind wir, also meine Frau und ich, auf dem Tablet durchs Internet gesurft und dabei sah sie eine Uhr und sagte, die finde ich toll, die will ich unbedingt haben. Naja, und dann habe ich ein klein wenig Rumlach und Weckmus verkauft, also alles, was so Rumlach und Weckmus. Und so kam es, dass wir gestern nach Pforzheim fahren konnten und ihr eine wunderschöne Uhr kaufen konnten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Pforzheim, ja, wenn ich Pforzheim sage, dann wird bei Kennern und bei Liebhabern deutscher Uhren vielleicht eine Glocke klingeln und es wird Ikler bimmeln. Ikler ist eine Firma, die es seit 1924 gibt und die jetzt in der dritten und vierten Generation Inhaber geführt wird. Ikler hat zwei Marken, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu. Und für mich ist Ikler der heimliche Preis-Leistungstipp in Deutschland. Aber zuerst einmal zeige ich euch die Uhr, um die es heute geht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Bilder, die ich euch zeige. Ach, ich kriege das nie hin, echt. In die Bilder, die ich euch zeige, um diese Uhr geht es heute und die Spezifikationen blende ich euch ebenfalls ein. Diese Uhr ist komplett in Pforzheim gefertigt in Bezug auf alles, was das Gehäuse und so weiter betrifft. Die Firma Ikler macht im Haus alles, angefangen vom Design über die Konstruktion. Sie macht das Prototyping, sie produziert die Teile selber, sie bearbeitet sämtliche Oberflächen, nimmt die Lasergravuren vor, montiert und kontrolliert die Uhr. Insofern kann man bei Ikler mit vollem Recht von einer Gehäusemanufaktur reden. Die Werke werden zugekauft. Im konkreten Fall handelt es sich hier um ein Sellita SW200, was in meinen Augen ein gutes Werk ist, ein Standardwerk, an dem überhaupt nichts auszusetzen ist. Wenn wir uns die Uhr einmal genauer anschauen, dann können wir einige Sachen entdecken, die ich persönlich unglaublich faszinierend finde, sehr gut gemacht und auch in der Preisklasse bestimmt nicht alltäglich. Zum Beispiel finde ich es unglaublich schön, wie der Wechsel zwischen der polierten Lünette und der sehr fein satinierten Seitenflanke die Uhr optisch aufwertet. Auch die Krone als solche ist poliert und angenehm groß, sodass sie sich wirklich gut bedienen lässt. Verbaut ist ein planes Saphirglas auf der Vorderseite und ein Mineralglas auf der Rückseite, welches nicht irgendwie hinderlich ist, wie ich finde, denn die Rückseite verkratzt bei meinen Uhren so gut wie nie, es sei denn, ich lege sie rücksichtslos ab. Bei meiner Frau habe ich, was das betrifft, überhaupt keine Bedenken. Das Ziffernblatt ist ebenfalls in meinen Augen in dieser Preisklasse aufwendig gestaltet, mit einem silbernen Ziffernblatt, was etwas matt ist, mit aufgesetzten Indizes, einem Datum auf der 6-Uhr-Position mit facettierten Kanten und gebläuten Zeigern, die ein wunderschönes Farbspiel im Licht erzeugen können. Ich hoffe, dass ich das so einfangen kann, wie ich das sehe. Was die Zeiger betrifft, ist noch anzumerken, dass Ikler selbst für die kleinen Serien, die sie produzieren, mittlerweile die thermisch gebläuten Zeiger komplett im Hause fertigt, das heißt, die Zeiger werden Laser geschnitten und auch im Hause thermisch gebläut. Und das sind alles Punkte, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde und in dieser Preisklasse, wie gesagt, alles andere als selbstverständlich. Das Gehäuse erinnert von der Form her an die 556 von Sinn. Ich finde aber, dass die Bögen hier an den Hörnern und der Neigungswinkel der Hörner etwas anders ist und die Uhr ein klein wenig runder und anschmiegsamer wirkt. Ganz schwer zu sagen, was ich da empfinde.
als die 556. Beide Uhren sind fantastisch, aber ich sehe hier einen Unterschied. Es ist also keine Kopie, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Marke Archimede selber ist eine sehr junge Marke. Die erste Uhr der Marke Archimede wurde 2003 ins Programm genommen. Die andere Marke der Ikler GmbH Limes ist hingegen eine relativ alte Marke, die bereits seit über 90 Jahren am Markt ist und seitdem ausschließlich in Pforzheim produziert wurde. Ich kann die Marke Archimede bzw. die Firma Ikler insgesamt wirklich nur empfehlen. Fahrt mal hin, wenn ihr in der Nähe seid. Es ist ein sehr überraschendes Kauferlebnis. Wir standen in einem Empfangsbereich, der ähnlich gestaltet war wie ein Ticketverkauf in einem Bahnhof. Wir standen an einem Fensterrahmen, die Frau Ickler war auf der anderen Seite. Wir standen in dem Eingangsbereich, 2 Meter hinter der Eingangstür. Und die Uhren wurden uns quasi in dem Rahmen präsentiert. Schön war, dass unser Hund mit Oskar, dem Icklerschen Hund, spielen konnte und ein kleines bisschen über den Gang laufen konnte. Es hat einen ausgesprochen familiären Eindruck gemacht und wir sind unglaublich nett empfangen worden. Und am Ende bekam ich auch noch ein handsigniertes Buch geschenkt, das ich euch auch gerne einmal zeigen möchte. Es handelt sich hierbei um dieses Buch. Und wie ihr sehen könnt, tatsächlich auch vom Autor handsigniert. Also ich fand das alles eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und wenn ich noch mal mir die Uhr ansehe, dann muss ich sagen, ich bin überrascht, was man für 740 Euro am Lederband bzw. je nach Stahlbandausführung für 900 Euro oder knapp darunter bekommt. Wenn ich als Vergleich einmal die SIN 556 heranziehe, dann liegt der Preis direkt um 200 bis 300 Euro darüber. Jetzt kann man natürlich mit gutem Recht sagen, die Klassik ist nicht wasserdicht. Deswegen habe ich auch einmal die Archimede Outdoor Protect zum Vergleich herangezogen. Und ihr könnt das auch hier neben mir im Bild sehen. Die Outdoor Protect ist in den Spezifikationen mit der SIN durchaus vergleichbar, hat zusätzlich ein gehärtetes Gehäuse und ist preislich deutlich günstiger. Insofern halte ich meine Einschätzung des Preis-Leistungstipps für Archimede für gerechtfertigt. Tja, ich hoffe, ich konnte euch eine Uhr zeigen, die euch ähnlich gut gefällt wie mir und meiner Frau. Und eine Marke bzw. einen Hersteller näher bringen, der in jedem Fall einen Besuch wert ist und der in meinen Augen sehr, sehr gute Qualität zu einem ausgesprochen fairen Preis liefert. In diesem Sinne, euer Watchmeister.